My name is Okwi Enwezo. I'm director of House of Kunst. And it's really wonderful to see so many faces here this evening on a very, very not so beautiful day. But I always hear that when it rains in Munich, people go to museums. So you're proving it right. But thank you so much for coming. I'm not going to be long. I just want to, you know, use the opportunity to extend my gratitude to Hans Hacke and to welcome Hans to Haus der Kunst. As many of you know, Hans, over the last 60 years, has been a formidable artist, a fearless thinker about the relationship between form and content, between history and its ongoing, you know, contemporary determination. And the legacy of Hans's work over these many decades is a lesson in the idea of the artist as an engaged participant in the field of culture, in the field of ideas. And Hans's work, above all else, is always driven by ideas, but driven by ideas that are underpinned by a passion for inquiry, by a passion to, you know, kind of open up, you know, zones of thinking that may have somehow fallen into opacity. And for that, Hans is, of course, renowned as, you know, one of the, and I don't know if Hans will like this term, but one of the instigators of the idea of institutional critique. And that is that the entanglement of the work of art, its makers, its the receivers, the patrons, and the culture at large is always one that remains open, one that remains to be probed, and not necessarily that the artwork is itself an article of faith, that the artwork always is conditioned by very many different stages of mediation. And it is in that gap of mediation that Hacke always intervenes. And of course, I don't want to say that Hans may have mellowed, but over the last, you know, 50 years, wherever he's gone, he's been preceded or followed by very important debates. He's, one example, is exhibition at the Guggenheim. What year was that? 71. The famous, you know, Schapolsky, you know, real estate piece, of course, that was, of, you know, hung but subsequently rejected by the museum. And his MoMA poll in 1970 for the exhibition Information. Similarly, looking at the entanglement of politics, Vietnam War, and of course, the Museum of Modern Art. So the tension between host and guest, the institution as host and the artist as guest, is always one that Hacke, you know, looks at. So I just want to sort of to begin this because I think the reason why we are here this evening is deeply connected
to many of these questions. There are two works we are presenting this evening. One, of course, is the Gift Horse, which is in the middle hall, which for some reason imposes an enormous kind of silence in this vast hall. That it's a work that is dramatic, but at the same time has this incredible sense of reticence and withdrawal. And there is something that sort of happens when you enter into that space to, look at this piece. And this will be the subject of the discussion with the curator of the exhibition, my colleague Ulrich Vilmes, so I won't say much more about that. But the one outside, I will tell a little anecdote. There are flags mounted on the two flag poles in the front of House of Kunst. In 1997, I invited Hans Hacke to contribute to the second Johannesburg Biennale. And he didn't say yes, he said he will think about it if he has something to contribute. And then later on, he came back and he said, yes, I have an idea. What was the idea? He wanted to complete a trilogy that he had imagined doing. So 30 years ago in The Hague, 50 artists were invited to present a work around the idea of flags. And Hacke presented one flag, and that is the old flag of South Africa. And he called it apartheid. And of course, there's a very clear resemblance between the South African flag of that time and the Dutch flag. A year later, 2 years later. Yeah, the ANC flag was on top, yes. So 2 years later in Paris at Magicien de la Terre, he was invited by John Hubert Martin, and in the Place de la Villette, he presented another version in the fountain in the middle of that part of the city. And he called that piece, "One Day the Lions of Dulce September Will Spout Water in Jubilation." Well, who is Dulce September? Dulce September was the ANC representative in Paris who had been assassinated with a letter bomb. And so the journey of this flag ending up in South Africa, where the trilogy was completed, is very interesting, because on the right-hand side was the ANC flag and the old South African flag bound together. And on the left-hand side is the new South African flag. But it so happens that today is the anniversary of the first democratic elections in South Africa. So this anecdote has a lot to say about representation, symbols, and the way in which the destiny of societies are woven through these different symbols. So it gives me enormous pleasure, and I'm very, very thankful to Hans for agreeing to come and present these two very important pieces. And before I leave the stage, I want to use the opportunity to thank the supporters of this project, supporters of House of Kunst, who have made it possible to bring these two projects here. And I'm enormously grateful. I can name all of them. There's some of their names are written
in the entrance to the exhibition, and I now will leave the stage. I said I was going to be short, but I wanted to tell my very brief story. So please welcome Ulrich Vilmes and Hans Hacke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Ogwi. Thanks a lot for this wonderful introduction. Ich glaube, Ogwi hat uns jetzt eine Reihe von Vorlagen gegeben, was unser Gespräch angeht. Ich glaube, er hat sich heimlich die PowerPoint angeschaut, die ich vorbereitet habe. Aber ich glaube, wir haben auch noch einige andere Themen, die wir ansprechen müssen. Ogwi hat dich als einen der wichtigen Repräsentanten oder Vertreter der Institutional Kritik gerade bezeichnet. Ich weiß, du magst keine Labels, und trotzdem möchte ich dich auf ein anderes Label ansprechen zu Beginn als Einstieg. In vielen Biografien, die man über dich lesen kann, steht der Satz, und mir kam der immer ein bisschen komisch vor, weil der eigentlich sehr platt ist: Hans Hacke ist ein politischer Konzeptkünstler. Jetzt meine Frage an dich zu Beginn: Was ist ein politischer Konzeptkünstler? Und zweitens, wie politisch darf Kunst sein, wie politisch muss Kunst sein, wie politisch ist Kunst? Okay, bevor ich die Frage beantworte oder umgehe, möchte ich mich beim Ogwi bedanken für die Einführung hier und dass überhaupt er mich eingeladen hat, den geschenkten Gaul hier nochmal ihm eine temporäre Bleibe zu geben, einen Stall bis zum August, und dass wir heute die Feier haben, dass er hier ist. Und ich vorhin mit meiner Kamera auch raufgefahren bin und ihn von oben fotografieren durfte. Gerne. Und jetzt die Frage. Jetzt die Frage. Soll ich sie nochmal stellen? Ja, tu es nochmal. Die Frage nach dem Label politischer Konzeptkünstler. Ja, richtig. Was das ist und wie muss, darf, ist politische Kunst? Ja. Zunächst mal, da hast du schon darauf hingewiesen, sind mir diese Etiketten unangenehm. Ich habe alle möglichen Etiketten schon gehabt, darunter auch politischer Konzeptkünstler und was weiß ich nicht alles noch. Das ist möglicherweise auch anderen Künstlern unangenehm, weil die Rezeption ihrer Arbeit auf ein Etikett hin verkürzt ist und dann alles nur unter diesem einen Gesichtspunkt interpretiert wird. Und das ist eine Verengung, so wie ich es empfinde. Und die sogenannte Konzeptkunst, da gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Beziehungen. Auf der einen Seite hat, glaube ich, Sir Lewitt sehr früh von Konzeptkunst gesprochen, aber das, was danach kam, die sogenannte Conceptual Art, das war ja was ganz anderes. Das war im Zweifelsfalle in Worten und nicht mehr bildnerisch ausgedrückt. Wobei die Sentences on Conceptual Art von Sir Lewitt sind ja sehr rigide ja, formuliert. Zweifelsohne.
Ich weiß nicht, wie er selber darauf reagiert hat, dass sein Label da so benutzt wurde. Nun zu dem Politischen. Meine Vorstellung ist, dass im Grunde alle Kunst über die Jahrhunderte und die Jahrtausende hinweg im Grunde gesellschaftlich bedingt war und auf die Gesellschaft sich bezog und in dem Sinne auch politisch war. Und zu meinen, dass es die Kunst als solche außerhalb der Gesellschaft je gegeben hat, das ist eine Fantasie. Das ist jetzt die ganz allgemeine Umschreibung und ich habe natürlich diese beiden Begriffe, Konzeptkunst auf der einen, ein Begriff, der ja ursprünglich davon propagiert hat, dass Kunst eben sich allein durch die Idee manifestieren kann und dass die äußere Form im Grunde genommen sekundär ist, beziehungsweise im Grunde genommen nur sich darauf reduzieren kann, dass sie im Kopf des Betrachters entsteht. Andererseits wissen wir natürlich auch, dass jede Form der Kunst in irgendeiner Weise sich materialisieren muss, auch wenn, wie Lawrence Wiener das immer so wunderbar ja immer noch macht, ein Satz auf eine Wand schreibt, dann ist das ja auch eine Form, die er gefunden hat, die er gesucht hat und gefunden hat. Auf der anderen Seite, das Politische ist natürlich ein sehr weites Feld und du hast es jetzt beschrieben, grundsätzlich ist für dich alle Kunst politisch, aber du hast natürlich ein Feld beackert, wo du diese gesellschaftlichen Beziehungen, die Kunst aufnehmen kann oder die Art und Weise, wie Kunst in die Gesellschaft hineinwirken kann, immer an sehr konkreten Beispielen und Themen ausgearbeitet hast. Und von daher gesehen jetzt mal, wenn wir uns den geschenkten Gaul auf dem Trafalgar Square anschauen. Doch noch möchte ich dich bitten, sowas, das vielleicht ein bisschen mehr zu konkretisieren. Es geht ja in deiner Kunst auch sehr häufig, deshalb war das auch mit dem Etikett für mich interessant, eine Frage, weil bei deiner Kunst geht es ja sehr häufig um Systeme, um die Analyse von Systemen, aber auch um die Erstellung von Systemen. Von daher gesehen ist ein Prinzip der Ordnung ja für deine Arbeit sehr, sehr wichtig. Könntest du das ein bisschen konkreter fassen, das Politische, was nicht jetzt die Kunst allgemein, sondern deine Kunst im Speziellen betrifft? Ich bin bewusst in vielen Fällen auf den Ort eingegangen, in dem etwas von mir zum ersten Mal gezeigt wird. Also wie man heutzutage sagt, ortsspezifisch, site-specific. Sehr altmodischer Begriff geworden. Ja. Und im Grunde, wenn man die Kunstgeschichte sich ansieht und man wirklich sorgfältig nachsieht, ist wahrscheinlich alles, was so über die Jahrtausende gemacht worden ist, site-specific. Es ist immer aus einer bestimmten gesellschaftlichen Situation heraus entstanden und antwortet oder passt sich dieser Situation an. Hier in London, das war eben die Einladung, da den leeren Sockel zu bespielen, der seit Ende der 90er Jahre vom damaligen
Londoner Bürgermeister Livingston als Podium für temporäre Ausstellungen von zeitgenössischen Künstlern zur Verfügung gestellt worden, auch ein Budget dafür in der Stadtkasse vorbereitet wurde. Da war ich überrascht, dass ich eben vor wenigen Jahren eingeladen worden ist, zusammen mit einer Reihe von anderen Künstlern Vorschläge für diesen leeren Sockel zu machen, wie es schon viele andere gemacht haben. Und lo and behold, wie man auf Englisch sagt, war ich überrascht, dass letzten Endes dann mein Vorschlag da angenommen worden ist. Und ich habe mich ortsspezifisch, also auf den Trafalgar Square bezogen und auf die Situation von London und im weiteren Sinne der Welt zu dieser Zeit. Also, wenn wir uns den Gaul angucken, dann ist natürlich auffällig, da ist zum einen das Pferd, das Skelett eines Pferdes nach den Radierungen von Stubbs, dem berühmten englischen Maler des 19. Jahrhunderts, der sehr viele Pferde gemalt hat. Und dann natürlich der Zusammenhang, also die Entkleidung im Grunde genommen des Reiterdenkmals, des klassischen Reiterdenkmals, wie es ja auch am Trafalgar Square in den anderen Ecken zu sehen ist, in London sowieso sehr viele Reiterdenkmäler zu sehen sind. Und das ist natürlich hier jetzt im wahrsten Sinne des Wortes entkleidet vom Reiter und dann aber auch das Pferd an und für sich. Die Situation, also dieses Pferd an sich hat ja auch schon einen politischen Hintergrund. Insofern, dass George IV. So viel Geld ausgegeben hat für die Ausgestaltung der Stadt und seiner Paläste oder sowas, dass für seinen Nachfolger William IV. Kein Geld mehr da war, um dort das vorgesehene Reiterstandbild zu errichten. Das war sein jüngerer Bruder. Jüngerer Bruder, ja. Und das ist die politische, historische Facette. Und das andere ist natürlich diese Schleife, diese Verzierung, das Geschenk wird mit einer Schleife verziert und da laufen die Börsenkurse. Und mich würde jetzt interessieren, ich habe die Fotos aber gesehen, wo du mit Boris Johnson das Pferd enthüllt hast. Wie hat er darauf reagiert, auf diese doppelte politische, das ist ja eine sehr aktuelle und eben eine historische Referenz? Er ist ein sehr gewandter Typ, wenn ich es mal so sagen darf. Und sehr belesen, spricht mehrere Sprachen, war Journalist, in Eton und Oxford erzogen worden. Ist, glaube ich, sogar in Amerika geboren, hatte mal die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und als ich ihn zum ersten Mal in New York am Podium gesehen habe, verkündete er stolz, dass er seine Steuererklärung in Amerika bezahlt hat. Das ist alles klar. Anders als der Mann, der mit den mehr oder weniger demselben Haarwuchs jetzt das Weiße Haus belebt, der über seine Steuern nicht gerne spricht. Und der Boris Johnson hat einen Sinn für Ironie und auch einen Sinn dafür, wie man für ihn brenzlige Themen umgehen kann. Gewiefter Politiker. Sehr gewandter Politiker. Er hat sich natürlich auch später, als er seinen Brexit durchging,
Gewand aus der Affäre gezogen und hat nicht den Premierministerposten angenommen, auf den er ursprünglich aus war. Er hat den geschenkten Gaul enthüllt, wie das die Sitte da ist, und sprach dann, und das war für ihn im doppelten Sinne eine politische Situation, er benutzt es als einen Angriff auf einen Parteikollegen, den Osborne, den Finanzminister, mit dem er irgendwie Händel hatte. Und er sprach, dass dieses Urpferd, wie er es nannte, er fragte mich, ob das ein wirklich gutes deutsches Wort, und er sagte, ja, Urpferd, ja, man versteht man, ob meinte er, dass das ihn an die Infrastruktur, das heißt die U-Bahn-Situation in London erinnerte, und da müsste ja was gemacht werden. Und die Leute auf dem Trafalgar Square, die das anhörten, die dachten sich ihr Teil dazu. Gut. Ich habe jetzt noch einige Dias vorbereitet über die Herstellung. Kannst du uns etwas erzählen? Es ist ja ein extrem komplizierter Prozess und kann ich mir vorstellen, noch wahrscheinlich viel komplizierter, als wenn es ein normales Pferd gewesen wäre. Es ist unglaublich groß, als ich Zweimal Lebensgröße, als ich gefragt worden bin im Vorfeld. Wie gesagt, ich kannte das eben nur von der Aufstellung in London. Gefragt worden bin, ja, wie groß das Pferd denn sein? Ja, hab ich gedacht, ja, so groß wie ein Pferd halt. Ne? Und diese Überdimensionierung, die ist mir eigentlich erst aufgefallen, so richtig, als wir es hier aufgebaut haben. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich Ogwi die ersten Fotos vom Aufbau geschickt habe, wo der Sockel nur da stand, da war er total enttäuscht und sagte, das ist aber klein. Und jetzt meine Frage, also das ist ja, wie ist die Produktion vonstatten gegangen? Das ist ja wirklich kompliziert, kann ich mir vorstellen, so ein Skelett. Wer hat dich da unterstützt? Wie ist das geformt worden und dann letztendlich produziert worden? Na, ich habe natürlich keine Erfahrung mit Skeletten oder mit Bronzeguss. Ja. Und wie das, ich bin nicht der einzige Künstler, der dann auf alle möglichen Experten in bestimmten Medien angewiesen ist. Und ich habe das Glück gehabt, dass die Paula Cooper Gallery, mit der ich verbunden bin, ein Techniker und ein Mann da hat, der sich um die Installationen und alles Mögliche kennt, der sich sehr gut auskennt, sehr gutes Management hat und die richtigen Experten für dies und jenes findet. Der hat in Philadelphia, also der Wege von Amerika sozusagen, hat er zwei Bekannte oder Freunde gehabt, ein Paar, eine Frau und ein Mann, die schon seit Jahren miteinander leben und arbeiten, die Modelle bauen und mit Bronze sich sehr gut auskennen. Und die sind aufgrund der Radierung von Stubbs, die ich verändert hatte, haben die es geschafft, ein dreidimensionales Modell zu bauen mit dem der Expertenhilfe eines ehemaligen Polizisten, der für Polizeigäule zuständig war. Der hat ihnen gesagt, also hier dieser Knochen, der muss noch ein bisschen anders sein und so weiter. Und die haben erstmal das Modell gebaut und dann auch die Formen für den Guss
Und all diese Knochen sind in Philadelphia in einer Gießerei, mit denen sie gut bekannt waren, befreundet waren, gemacht worden. Und ich bin da eben von New York ab und zu hingefahren und habe es besprochen und für gut befunden und auch Aufnahmen davon gemacht. Das heißt also praktisch, dass das Skelett des Pferdes ist zusammengesetzt worden, Stück für Stück, wie ein richtiges Skelett. Ja. Und dann zusammen. Ja, ja, das ist nicht als Ganzes gebaut worden. Ja, klar. So, Stück für Stück gegossen worden und dann zusammengeschweißt worden. Also der Rumpf, der ist ein Stück letzten Endes gewesen, dann die anderen Teile, die wurden dann dazu gebaut. So, du hast das so schön ausgedrückt, wir haben dem Gaul einen übergangsweisen Stall zur Verfügung gestellt, also von der lichten Weite des Trafalgar-Squares, ist ja einer der herausragenden, bedeutendsten und berühmtesten Plätze weltweit überhaupt, in den geschlossenen Raum der Mittelhalle des Hauses der Kunst. Was waren deine ersten Gedanken bei der Idee, dieses Pferd einer solchen Kontextverschiebung auszusetzen, im Hinblick auf diese Ortsbezogenheit, die du vorhin angesprochen hast? Im Wesentlichen sind es, glaube ich, zwei Gründe, die mich dazu bewogen haben, zu sagen, ja, das ist eine großartige Situation. Das eine, ich kannte das Haus der Kunst, ich bin öfter mal in München gewesen und kannte die Eingangshalle, und das ist natürlich eine große herrschaftliche herrschaftliches Environment. Und es spielte eine Rolle, dass in dieser Halle der Führer seine Reden gehalten hat und dieses Haus ursprünglich für die deutsche Kunst gebaut worden ist. Und in diesem Environment so ein Gaul sein Band abspielen zu lassen, das hatte seine eigene Ironie. Das heißt also, die Ortsbezogenheit oder die Veränderung des Orts, des Ortes, das ist für dich ja ein sehr entscheidender Faktor dann. Das heißt, du könntest dieses Pferd ja nicht beliebig irgendwo aufstellen. Nein, sondern es muss ja immer ein... Also die Umgebung, in dem es ist, gibt ihm natürlich jedes Mal eine zusätzliche oder andere Bedeutung. Und da muss man sich darüber Gedanken machen, ob einem das passt oder nicht. Genau. Ortsbezogenheit, ich habe vorhin etwas vorlaut gesagt, ein altmodischer Begriff. Ich sage das vor dem Hintergrund, ich gehe vielleicht mal direkt eins weiter, auch einer Ausstellung, die 1987 in Münster stattgefunden hat, die Skulpturprojekte, die in diesem Jahr wieder stattfindet, in fünfter Auflage, also eine Ausstellung, die alle 10 Jahre nur stattfindet. Und damals hattest du einen Vorschlag gemacht, der leider nicht realisiert werden konnte, der diesen Begriff der Ortsbezogenheit, und diejenigen, die sich an diese Ausstellung erinnern, wissen, dass der Begriff der Ortsbezogenheit im Grunde genommen der zentrale Begriff dieses Ausstellungskonzeptes war. Künstler sind eingeladen worden, sich einen Ort zu suchen und für diese spezielle Situation ein Projekt zu entwickeln. Diese Ortsbezogenheit hast du aber in einer ganz anderen Weise interpretiert. Vielleicht kannst du uns kurz von diesem Projekt der Hippokratie erzählen. In den 80er Jahren habe ich mehrmals
Arbeiten gemacht, die sich auf die Apartheid, also die Rassentrennung und Rassendiskriminierung in Südafrika bezogen haben. Und bei der amerikanische, deutsche und andere Firmen viel Geld gemacht haben, unter anderem auch Mercedes. Mercedes hat Motoren und auch Fahrzeuge an die südafrikanische Apartheid-Regierung geliefert, um die Schwarzen unter Kontrolle zu halten. Das erste Mal habe ich das in Oxford bei einer Einzelausstellung gemacht, habe Bezug genommen auf die Jeeps, die da gemacht wurden, von derselben Firma, die zu der Zeit den Jaguar auch fabrizierten. Inzwischen gibt es die Firma nicht mehr, das ist aufgespalten. Und die Idee war ja, diesen städtischen Bus, einen normalen Linienbus, städtischen Bus in Methanfarben in ein Militärfahrzeug zu verwandeln und dann auch darauf zu sagen, worum es geht. Und Hippo ist ein Wort, das für südafrikanische Militärfahrzeuge benutzt wurde. Das war ein gängiges Wort, aber dann gibt es auch Hypocrisy, also Heuchelei auf Deutsch. Und das passte sehr gut. Das passte so gut, dass, wie gesagt, die Stadtverwaltung das abgelehnt hat, diesen Bus zu streichen, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, mit dem Hinweis, und der offizielle Grund war, dass es nicht gestattet ist, politische Botschaften auf städtischen Fahrzeugen aufzubringen, sondern diese städtischen Fahrzeuge sind alleine der Werbung vorbehalten, was der ganzen Sache natürlich noch einen weiteren ironischen Dreh gibt. Du hast das war ja auch Werbung. Auch Werbung, ja, aber in einem anderen Sinne. Also die Verbundenheit von spezifischen, also von Firmen, von Unternehmen mit Regime, speziell Südafrika, das war ja ein sehr, sehr großer Schwerpunkt von mir. Wir sehen hier nochmal eine Arbeit, Aklan, da geht es um den, ich glaube, weltgrößten damals Aluminiumproduzenten. Alcoa, ja, ja, Kanada. In Kanada, Montreal, die also sehr, sehr aktiv waren, Kultur zu unterstützen, aber gleichzeitig eben auch in Südafrika unter anderem ihre Minen hatten, ja, und damit ihr Geld gemacht haben. Das ist übrigens eine Aufnahme, die untere hier im Haus der Kunst, wo sie bei der Ausstellung Rise and Fall of Apartheid gezeigt wurde. Dann komme ich zu einem Projekt, das wir natürlich unbedingt ansprechen müssen, der Deutsche Pavillon in Venedig. Damals war der Kommissar Klaus Bussmann. Und da gibt es ja auch eine sehr interessante Geschichte zu. Nämlich die, dass die 93er Biennale die erste praktisch war nach der Wiedervereinigung, die sozusagen geplant werden konnte, voll und gänzlich. 91 war natürlich auch eine Biennale schon nach der Wiedervereinigung, aber es gab natürlich ein politisches Ansinnen, 1963 diesen Aspekt der Wiedervereinigung hervorzuheben, und es wurde auch da, glaube ich, einiger Druck ausgeübt, damals auf Bussmann, und die Idealidee war, dass es eben ein Künstler aus dem Osten und einer aus dem Westen sein sollte, die bei dieser Biennale vorgestellt werden sollten, und da Klaus Bussmann ein sehr sturer Mensch ist, Westfale durch und durch, hat er sich dem entzogen und im Grunde genommen auf diese Idee noch einen draufgesetzt, indem er mit Hans Hake einen Künstler eingeladen hat,
der seit Anfang der 60er Jahre in New York lebt, also ein Deutscher, der emigriert ist nach New York, oder von Emigration kann man ja wahrscheinlich gar nicht sprechen. Andererseits mit ihm zusammen einen Künstler eingeladen hat, der aus Korea stammt und den größten Teil seines künstlerischen Lebens in Deutschland verbracht hat, Nam June Paik. Und ihr beide habt diesen Pavillon da gespielt. Und Bußmann, fand ich, hat das damals auf eine sehr geniale Weise unterlaufen, was von ihm erwartet wurde. Wie hat sich damals die Zusammenarbeit dargestellt? Oder gab es überhaupt eine Zusammenarbeit zwischen Paik und dir? Und wie hat Bußmann das moderiert? Na, wir kannten uns und wir mochten einander, aber wir haben im Pavillon, das war nicht unsere Wahl, sind bestimmte Teile des Gebäudes zugeteilt worden. Er machte die Seitenflügel, beide, und ich sollte die Mittelhalle bespielen. Und das war Bußmanns Idee. Mhm. Und das war uns beiden recht. Seid euch nicht in die Quere gekommen. Ja. Ich habe damals, ehrlich gesagt, als ich die Arbeit gesehen habe, man muss natürlich sagen, der zentrale Raum, Germania mit dem aufgebrochenen Fußboden, diesem bodenlosen Fußboden, der Bußmann übrigens noch viel Ärger eingebracht hat. Das war ja das Zentrale. Und dann diese Eingangssituation mit dieser, ja, eine sehr komplexe Verbindung herstellen zwischen natürlich der Nazi-Architektur, des Pavillons, der ja ursprünglich mal ein bayerischer Pavillon war und dann, ich glaube, 28 umgebaut wurde. Ja, das war in den 30er Jahren. In den 30er Jahren schon, genau. 37 oder 38, so um die. Ja, so spät. Ja, ja. Auch von einem bayerischen Architekten. Von einem bayerischen Architekten vom bayerischen Pavillon zum deutschen Pavillon umgebaut worden. Und da die Tür natürlich mit dem großen Foto von Hitler und Mussolini und der Deutschmark oben über dem Eingang. Und als ich da war, das habe ich nicht verstanden. Also diese Referenz mit der Geschichte des Pavillons und dann natürlich diese sehr, sehr starke Bildhaftigkeit dieses aufgebrochenen Bodens, Caspar David Friedrich, die Romantik und auch dieses Nationalistische, was da drin steckt. Und dann die Mark. Die hat mich irgendwie gestört, darf ich das sagen? Kannst du bitte mir jetzt, hier und heute, das nochmal erklären, wie das mit der Mark zusammenhängt? Ja, das ist auch wieder so ein Beispiel für Ortsspezifik. Als ich diesen Pavillon inspizierte, um mich damit vertraut zu machen, sah ich über der Tür einen Haken. Mhm. Und aus dem Archiv der Biennale und dem Archiv des Deutschen Pavillons hatte ich erfahren, dass an diesem Hakenmal ein Adler mit dem Kranz und dem Hakenkreuz befestigt war über dem Eingang. Es war also ein symbolisch aufgeladener Ort. Das Hakenkreuz, der Nazi-Adler war weg, aber der Haken war noch da. Und 1993 war es noch so, dass selten außerhalb von internationalen Fußballspielen und Weltmeisterschaftsspielen
die deutsche Fahne nicht geschwenkt wurde. Aber worauf die Westdeutschen stolz waren und was die Ostdeutschen damals gerne haben wollten und dann auch erhielten, war die deutsche Mark. Das war das deutsche Wunder sozusagen. Und das sollte dann eben an den würdigen Haken gehangen werden. Ah ja. Weißt du, ist das befriedigend? Also die deutsche Mark als Symbol, Wirtschaftswunder, also mit einer viel stärkeren Symbolkraft als die offizielle Fahne, Flagge. Ja, inzwischen hat sich das geändert. Dank des Fußballs, da ist wieder schon noch. Übrigens, die Geschichte, die wollte ich jetzt auch noch kurz zu Ende erzählen mit dem Fußboden, war die, dass Bussmann nach Ende der Biennale eine Rechnung bekommen hat für die Wiederherstellung des Fußbodens. Das war insofern, waren die Damen und Herren vom Auswärtigen Amt wohl etwas angefressen, weil 2 Jahre zuvor hatte er Reinhard Mucha eingeladen und der hatte ebenfalls in diesen Fußboden eingegriffen, nicht in so radikaler Weise wie Hake, aber auch damals musste der Fußboden wiederhergestellt werden. Und das hat man Bussmann damals sehr übel genommen. Gut, dem deutschen Volk, der deutschen Bevölkerung, die Arbeit ist, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Und was mich da interessiert, ist die Frage, was passiert, wenn das zugewuchert ist? Der deutschen Bevölkerung. Geht immer weiter, wie die Vegetation sich benimmt. Okay. Wir haben schon von den Fahnen gesprochen und da kommen wir jetzt auch noch drauf, dass die Fahne, die Flagge als natürlich ein sehr aussagestarkes Symbol war schon immer oder seit langen Jahren für dich ein Vehikel, um Inhalte zu transportieren und es gab in München 1991 das Projekt Argusauge, zu dem du eingeladen warst. Und da hast du also auch dieses Ensemble aus Fahnen kreiert für die Propylen. Kannst du uns da bitte zu kurz erläutern, die Hintergründe und warum jetzt gerade diese spezifische Form an diesem spezifischen Ort? Der Königsplatz war ja der Aufmarschplatz zur Zeit, als München die Hauptstadt der Bewegung war. Da waren die großen Nazi-Märsche und es gab da 2 Ehrentempel, die es jetzt nicht mehr gibt. Da war, ich glaube, das Büro von Hitler auf der einen Seite, also wo jetzt Partei, die Musikschule ist, auf der anderen Seite war, was war es, die Parteizentrale, und jetzt Kunst, ZI, ja. Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Und dazwischen waren eben die Ehrentempelchen. Es war ein historisch aufgeladener Ort. Und sehr viele Künstler, die zu dieser Ausstellung Argus Auge eingeladen waren, haben irgendwie darauf auch angespielt. Es traf sich aber, dass in der Zeit auch in Irak Saddam Hussein an der Regierung war und zu seiner Zeit die Schiiten im Süden von Irak ziemlich von ihm bedrängt worden. Und das auch, ich weiß nicht mehr, ob vor oder nach dieser Ausstellung, es von Saddam Hussein
einen Einmarsch in Kuwait gab und dann gab es den ersten Golfkrieg, der von dem ersten Bush eigentlich sehr weise kurz geschlossen wurde. Er ist nicht nach Bagdad weitergezogen. Aber wie das damals und wohl auch heutzutage noch üblich ist, haben internationale Firmen, große Industrien Kriegsmaterial an alle möglichen Leute geliefert, die, mit denen man eigentlich nicht in guter Gesellschaft ist. Darunter auch deutsche Industrien, sehr namhafte Industrien. Und da dachte ich, es sei vielleicht mal an diesem historisch aufgeladenen Platz, an dem viele Fahnen mal geschwenkt worden sind, auch mit neuen Fahnen auf die damals aktuelle Situation einzugehen. Und daher meine Beflaggung der Propofläne. Hat damals sehr starke Reaktionen ausgelöst. Es gibt wohl keine Flagge, die, ja, wie soll ich sagen, patriotischer aufgeladen ist als die amerikanische. Ja. Du hast, und da muss man ja, denke ich, auch in den USA sehr vorsichtig mit umgehen, mit diesem Symbol. Die Amerikaner haben ja da speziell nach 2001 eine ganz andere Beziehung noch zu. Und du hast 2004, 2005 diese Arbeiten gemacht, wo eben das Star-Spangled Banner doch als Medium benutzt wurde, um deine Kritik an damals dem Einmarsch in den Irak, den Irakkrieg auszudrücken und gleichzeitig auch, wie Stargazing, also diese Foltergefängnisse und die Foltermethoden der amerikanischen Armee in Abu Ghraib zu thematisieren. Was mich jetzt daran interessiert, man könnte ja im Grunde genommen jetzt mutmaßen, dass, oder lass es mich anders formulieren, aus der heutigen Situation, eigentlich haben diese Arbeiten ja, ich will nicht sagen, was Prophetisches, das wäre der falsche Begriff, aber im Hinblick auf das, was zurzeit in Amerika passiert, unter Trump, dieser aufkeimende Nationalismus, fühlst du dich da mit dieser Arbeit, die ja über ja fast 15 Jahre alt sind, noch, also irgendwie, die müssen doch eine wahnsinnige Aktualität für dich erhalten haben. Ja, die haben unglücklicherweise, muss ich immer unterstreichen, eine neue Aktualität bekommen. Und der Kunstbetrieb in New York im Moment ist ziemlich aufgeladen. Es gibt unter Künstlern und auch ein paar Galerien und anderen mit Kunst verbundenen Situationen gibt es erhebliche Widerstände gegenüber dem neuen Bewohner des Weißen Hauses. Und da sind eben diese Dinge, die ich damals gemacht habe, in einem ganz anderen Zusammenhang, auf einmal wieder aufgeladen, aber mit einem neuen, etwas anderen Sinn. Und da mehrmals in den letzten Monaten ausgestellt worden. Und nimmst du dann, nimmst du da Einfluss dann da drauf oder lässt du das einfach zu, wenn die Arbeiten für Ausstellungskontexte in Ausstellungskontexte integriert werden? Wie verhältst du dich dazu? Ich versuche mich natürlich über den Kontext, wie man immer so sagt, ortsspezifisch zu informieren und
mir zu überlegen, ob das passt und ob die Bedeutung, die im Zweifelsfall für die Betrachter dabei rüberkommt, ob das etwas ist, mit dem ich gut leben kann oder was ich begrüße. Und das ist dann das Ausschlagende. Gab es eine Situation, wo du gesagt hast, nein, in dem Zusammenhang möchte ich die Arbeit nicht sehen? Fällt mir im Moment nicht ein, aber da mag es das gegeben haben. Okay, also zu den Fahnen. Oakley hat ausführlich schon über diese Flaggen gesprochen. Hier ist jetzt eine Aufnahme der beiden ersten Fahnen, die ANC-Fahne und die alte Südafrika-Fahne mit dem Knoten da drin. Ich hätte auch gerne die neue Südafrika-Fahne fotografiert, allerdings war das Wetter in den vergangenen Tagen so bescheiden, dass das gute Stück eigentlich nur oder überhaupt die Fahnen relativ nass und schlaff den Fahnenmast herunterhingen. Also es ist so, dass hier, das ist die Südwestecke des Haus der Kunst, an dem Pol sind die beiden Fahnen, AFC Südafrika, und auf der anderen Ecke eben die neue Südafrika-Flagge. Wir sehen hier nochmal Magicien de la Terre, und das ist eben die Installation in Johannesburg. Kannst du uns noch vielleicht etwas abschließend sagen zu der Genese dieser Arbeit, wie diese Erweiterung sich vollzogen hatte? Denn das war ja wirklich ein Work in Progress. Oder sind es eigentlich unterschiedliche Arbeiten? Sie haben ja auch unterschiedliche Titel gehabt im Laufe dieser Entwicklung. Wie hat sich diese Entwicklung, bist du da den politischen Ereignissen gefolgt oder waren andere Überlegungen, spielten da auch noch eine Rolle? Ja, zunächst, das hat auch wie schon erklärt, war was ich Apartheid nannte, nämlich die Kombination der ANC-Fahne, also der African National Congress, so wie hier, oben frei wehen zu lassen und darunter die damalige südafrikanische offizielle Fahne verknotet darunter. Das war für die Grand Pavese, für die holländische 50 Fahnenstangen auf einem Deich bei Rotterdam, war ich eingeladen mitzumachen, und das hatte ich dafür entworfen. Das ist an verschiedenen Stellen in Paris und in Peking und wo auch immer, ich glaube auch in München oder in Frankfurt sind die alle zusammen ausgestellt worden. Und als der Jean Hubert Martin die Magicien de la Terre in Paris veranstaltet hat, war ich eingeladen, da mitzumachen. Und da muss man auch heute noch darauf betonen, dass Jean Hubert Martin 1989, glaube ich, der erste gewesen ist, der in einem internationalen Kontext Paris ganz groß, sowohl im Centre Pompidou wie auch in der großen Markthalle von La Villette und davor, eine Ausstellung organisiert hat, in der die Hälfte der ausstellenden Künstler nicht aus den westlichen Ländern stammte, nicht aus Westeuropa oder Amerika, sondern aus Afrika, aus Asien, allen möglichen, von überall, einschließlich Russland. Bahnbrechende Ausstellung. Das ja, war wirklich eine bahnbrechende Ausstellung, und das, was heutzutage schon fast üblich ist, oder das gab es überhaupt nicht.
Und er hat dafür viel Ärger eingebracht. Und innerhalb eines Jahres oder zwei ist er aus seinem Posten als Direktor des Centre Pompidou gefeuert worden. Und dann Oquis, zweite Johannesburg. Ja, also ich war bei ihm dann auch mit, das hast du eben gezeigt, bei, auf der La Villette, da gab es einen Brunnen, Brunnen, der auf Napoleon anspielte, der Afrika, Nordafrika besetzt hatte. Und da waren eben vier Löwen. Goldene Löwen. Goldene Löwen, ja. Ursprünglich waren die nicht golden. Okay. Das war eben, wie man so macht, mit steinernen Löwen waren die da. Und da habe ich diesen Brunnen umrüsten lassen. Das heißt, ich habe ihm die Farben der Fahne des African National Congress gegeben. Das heißt, da war schwarzes Wasser, die Löwen wurden vergoldet und in der Mitte der Schaft, aus dem normalerweise der Springbrunnen hochschoss, war der Ort, in dem die Fahnenstange eingepasst wurde, und es war grün. Es waren drei Farben, die drei Farben da von ANC. Und das hat vorhin Oquis schon erklärt, da war Dulcis September, die Vertreterin der ANC, die in Paris ermordet worden ist. Und dann eben, weniger als 10 Jahre später, war die Biennale in Johannesburg, bei der ich dann meine Feier sozusagen von Dulcis September mit dem Sieg gegen die Apartheid, die Überwindung der Apartheid. Ja, das war wenige Jahre vorher war die Apartheid erst abgeschafft worden. Das war also wirklich eine Siegesfeier. Wunderbar. Hans, vielen Dank für diese wunderbaren Einsichten. Und ich würde jetzt natürlich noch gerne unserem Publikum die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, falls da Bedarf ist und Bedürfnis besteht. Thomas, du kriegst ein Mikro. Vielen Dank, es war extrem eindrücklich. Ich würde gerne wissen, ich habe deine Arbeit zum ersten Mal gesehen im Museum Ludwig vor sehr, sehr vielen Jahren, und ich würde gerne, was schon so lange her ist, gerne noch mal etwas hören, wie das, das hat mich damals berührt, dass jemand quasi eine kritische Arbeit über eine Person macht, in dessen Museum die Arbeit dann hängt. Das war, das, wenn ich mich recht erinnere. Ich würde dazu gerne noch mal was hören. Du meinst das Manet-Projekt? Ja, genau. Ich war einer von vielen Künstlern, die 1974 zu einer Jubiläumsausstellung des Wallraf-Röchertz-Museums in Köln eingeladen wurde. Und fand in der Broschüre, die das Museum veröffentlichte, aus diesem Anlass veröffentlichte, ein Foto von Hermann Josef Abs, dem damaligen Kuratoriumsvorstand und gleichzeitig der Deutsche Bank Präsident oder Vorstandsvorsitzender. Auf dem er zu sehen war, wie er auf einer Staffelei ein Stillleben von Manet, ein Spargelstillleben, vorstellte, das aufgrund einer Sammlung unter seinen Industriefreunden angeschafft worden ist und dem
Museum übergeben wurde. Und mir war in gewisser Weise bekannt, welche Rolle Abs im Dritten Reich gespielt hat. Und ich dachte, dass wenn da mit Abs zu diesem Jubiläumsdatum so viel gemacht wird, dann müsste man darauf antworten, und habe mir dann die Provenance, also die Herstellungs-, die Besitzseher des Bildes angesehen und habe dabei entdeckt, dass die überwiegende Mehrzahl der Besitzer dieses Gemäldes Juden waren, jüdische Sammler, darunter auch Max Liebermann, der Maler in Berlin, der von den Nazis als Präsident der Akademie der Künste vor die Tür gesetzt worden ist. Und das, ich reagiere auf solche Geschichten eben. Und das ist der Hintergrund. Und ich bin ja, wie Sie schon gehört haben, im Guggenheim-Museum mal vor die Tür gesetzt worden, und in Köln ist mir das zum zweiten Mal passiert. Wobei ich jetzt zur Ehrenrettung von Köln und dem Museum Ludwig sagen darf, dass Anfang der 2000er die Arbeit dann für die Sammlung gekauft werden konnte. Und sich jetzt im Museum Ludwig in Köln und befindet. Gestern Abend war hier ein großartiges Gespräch zwischen Caspar König und Oakley Envisor. Caspar war derjenige, als er 2001, glaube ich, in Köln Museumsdirektor wurde, es verstanden hat, diese Arbeit, die in Köln zensiert worden war, für das Museum zu erwerben. Jetzt hängt es da als Teil der Sammlung. Ja, und ich kann mich noch erinnern, als wir die installiert haben, dass ich da einen bösen Schnitzer gemacht habe, weil ich habe damals, das war gar nicht so einfach, aus dem Wallraf-Richartz-Museum das Originalbild von Manet zu deiner Arbeit gehängt. Und ich kann mich noch sehr erinnern, dass du sehr protestiert hast und meinte, das wäre falsch, da gehört eine Reproduktion hin und nicht das Original. Fragen noch? Noch weitere Fragen? Bitte sehr. Ja, ich habe noch von Ihnen so ganz frühe Arbeiten in Erinnerung, und die habe ich in Erinnerung. Und die... Ja, die Erinnerung ist, dass die sehr verspielt sind und überhaupt nicht politisch sind. Und meine Frage ist jetzt, haben die noch irgendwo einen Einfluss gehabt auf ihre spätere politischen Arbeiten? Oder wie sehen Sie das? Ist das ein Bruch, oder wo sehen Sie, dass die noch in diese Arbeiten hineinwirken, in die politischen Arbeiten? Okay, interessante Frage. Ich habe in den frühen 60er Jahren angefangen, mich mit physikalischen Systemen, wie ich es nannte, zu beschäftigen, wirklich Physik, Mechanik, Wasser, Luft und so weiter. Anschließend auch mit biologischen Systemen, mit Pflanzen und Tieren. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war, 68 um die Zeit. Ich kann mich nicht mehr genau an das Datum erinnern. Gab es in New York, hatte ich da in einer Galerie, wo ich vorher schon ausgestellt hatte, eine neue Ausstellung. Und kurz vorher wurde Martin Luther King Jr.
ermordet. Der Führer der, der Schwarzen in Amerika zu der Zeit. Und ich wurde eingeladen, über meine Arbeiten zu sprechen und habe über meine Arbeiten gesprochen, aber ich habe ein Vorwort dazu gesagt und gesagt, dass meine und wohl die Arbeiten vieler anderer Künstler zu der Zeit sich nicht mit dem auseinandersetzen, was, was gerade virulent ist und was auch verdient, berüchtigt zu werden. Es kam dann dazu, dass ein Freund von mir, Jack Burnham, mich um in der Zeit auch in die sogenannte Systemtheorie eingeführt hat, mich damit bekannt gemacht hat, mir ein Buch eines wesentlichen Theoretikers, Ludwig von Bertalanffy, General Systems Theory, bekannt zu machen. Das habe ich gelesen und bin dann auch darauf gekommen, dass es natürlich nicht nur physikalische Systeme gibt und nicht nur biologische, sondern auch gesellschaftliche Systeme. Und wenn man die ausklammert, besonders zu einer Zeit, das war auch der Vietnamkrieg, der uns da ziemlich zu schaffen machte, dass das irgendwie nicht geht. Und 1969 und dann weiter in den folgenden Jahren habe ich dann zunehmend mich auch mit gesellschaftlichen Dingen auseinandergesetzt. Also es war praktisch, ja, wie kann man das nennen, ein Erfahrungsprozess. Du bist von der Zeitgeschichte ein- oder sogar übergeholt worden und dadurch, durch diese Erfahrung dann mit dieser Ausstellung, ist dieser Prozess eingeleitet worden, der sich vielleicht ja, so nie hätte entwickeln können, wenn jetzt nicht diese Koinzidenz gewesen wäre zwischen historischem Ereignis und eben deiner Ausstellung. Aber das hat aber auch zum Beispiel 1972 da geführt, als ich eine Ausstellung im Museum Haus Lange in Krefeld, dass ich da zum ersten Mal biologische, physische und gesellschaftliche Dinge zusammengebracht hatte, mit Arbeiten, die sich auf die Verschmutzung des Rheins durch Industrie bezogen. Ich habe eine Rheinwasseraufbereitungsanlage da installiert und auch Grundwasser aus dem Park, aus dem Garten hochgeholt und mich auf, mit Klimafragen auseinandergesetzt. Also ab und zu tue ich das heute auch noch. Bitte schön, gesagt. Danke. Ich versuche eine Frage zu formulieren. Ich hoffe, das funktioniert. Vor mehreren Jahren habe ich ein Interview gelesen mit Chantal Mouffe und Rosalind Deutsche in dem Magazin Grey Room von MIT publiziert. Das liegt einige Jahre zurück. Ich komme auf Chantal Mouffe, weil sie war auch hier und hat auch über die Öffentlichkeit gesprochen und war auch zu einem Anlass hier. Das waren die Jalousiearbeiten von Hegui Yang, wo sie gesprochen hat. Das heißt, es gibt hier eine lange Tradition an Auseinandersetzungen über Politik, über Öffentlichkeit, wie das so funktioniert und Ähnliches. In diesem Interview kommen Sie auch vor mit Ihrer Arbeit die Bevölkerung, und zwar die eine Arbeit, wo es im Gespräch darum geht, dass das dann halt irgendwie so zugewachsen wird und Ähnliches. Sie sagte, naja, das Wort Bevölkerung ist ein bisschen problematisch, weil das ja gar kein politischer Begriff ist. Das Volk ist ein politischer Begriff und darüber kann man halt irgendwie so reden, wie das so funktioniert, halt in dem Denken von Chantal Mouffe mit dem Antagonismus, Agonismus und Ähnliches, aber Bevölkerung nicht. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ob Sie A, diese Debatte mitbekommen haben, weil Sie antworten dann nicht. Es gibt so später noch so verschiedene Leute, die dagegen dann halt irgendwie so argumentieren in den kommenden Ausgaben des Grey Rooms. Also das ist die erste Frage.
Und die zweite Frage ist, das Volk hat ja jetzt nochmal so eine, ist ja nochmal so stark aufgeladen. Es ist ja so ein richtig toxischer Begriff. Und mich würde natürlich interessieren, wie positionieren Sie sich jetzt dazu? Hat sich da in Ihrer Wahrnehmung etwas so verändert oder finden Sie, dass sich da etwas so fortsetzt unter den gleichen Vorzeichen, wie Sie es schon damals in dieser Arbeit mit berücksichtigt haben? Ja, das sogenannte Volk, nicht nur in Deutschland, sondern in sehr vielen Ländern der Welt, ist natürlich sehr belastet, sowohl positiv wie negativ. Positiv sicherlich in Frankreich mit der Französischen Revolution, wo Le Peuple die Revolution machte und den König abservierte. Und das war ja, ich glaube, das habe ich vorhin schon erwähnt, der Grund, warum der Kaiser zunächst mal die Widmung dem deutschen Volk auf dem Reichstagsgebäude nicht gerne sehen wollte. Die Nazis und andere, und auch heutzutage wieder, haben den Begriff neu definiert und aufgeladen und sehr oft negativ aufgeladen. Und im Gegensatz dazu hat die Bevölkerung auch einen politischen Begriff. Und das war es natürlich auch, warum Brecht darauf hingewiesen hat. Es war auch ein politischer Begriff, nämlich jeder, der zu den Bewohnern eines Landes gehört, dessen Territorium durch die Staatsgrenzen beschrieben wird. Sie entsinnen sich, dass, wann war es, 1989 in der DDR eine Art Revolution auch stattgefunden hat, bei der in Leipzig und an anderen Stellen die Protestierenden schrien, wir sind das Volk. Und nicht ihr, die eine Volkspolizei habt, eine Volksarmee und Volkskammer und dies und jenes. Da ging es wieder um das Volk, aber mit einer ganz anderen Bedeutung. Inzwischen ist es, soweit ich es mitbekommen habe, von außen so, dass der Ruf, wir sind das Volk, von der Rechten übernommen worden ist und auf einmal nationalistisch aufgeladen ist, in sehr übler Weise, besonders gegenüber Flüchtlingen und Migrantinnen. Und das bewegt nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich und in Amerika die Wähler und da geht es ums Eingemachte. Deswegen habe ich, das fing in den vergangenen Jahrzehnten schon an, die Fremdenfeindlichkeit, als ich 2006 eine Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin hatte, habe ich auf der Fassade die damalige Bilanz ganz groß aufgezeigt von Nichtdeutschen, die in Deutschland wegen ihrer Nichtdeutschstämmigkeit ermordet worden sind. Das waren, glaube ich, 49, wo sie herstammten, der Name, wo sie ermordet worden sind, die Umstände. Ganz groß. In den Besprechungen der Ausstellung mit vielleicht einer Ausnahme ist das nie erwähnt worden, obwohl es auf der Fassade am Pariser Platz für jeden sichtbar war. Zwei oder drei Jahre vorher, das war das 2004, glaube ich, war es,
war ich eingeladen, in Leipzig mich an einem Wettbewerb zu beteiligen, für eine permanente Installation, die eben auf die Revolution, die am Nikolaikirchhof in Leipzig in gewisser Weise begonnen hat, wo zum ersten Mal der Ruf "Wir sind das Volk" ertönte. Und da hatte ich unter anderem vorgeschlagen, dass auf die Nikolaikirche nachts etwas projiziert wird, nämlich der Satz: "Wir, in Klammern, alle sind das Volk." Da ist nie was draus geworden und ich kann im Moment niemandem da jetzt beschuldigen, dass da, dass da was Übles gespielt worden ist. Aber das habe ich jetzt wieder aufgegriffen und vielleicht haben Sie es darüber gelesen oder sogar gesehen. Bei der Documenta, die vor wenigen Wochen in Athen eröffnet worden ist, habe ich ein Banner und ein Plakat entworfen, in dem in 12 Sprachen die Parole "Wir, in Klammern, alle sind das Volk" plakatiert worden. Da ist natürlich Griechisch, Englisch und Französisch, aber auch Arabisch und Farsi und Türkisch und Albanisch und sehr viele andere Sprachen. Das ist in Athen auf den Straßen plakatiert und auch am Museum für zeitgenössische Kunst, wo ein Teil der Documenta ausgestellt ist, als Banner außen angehängt. Dazu muss ich noch sagen, dass außer der Aufzählung oder der Übersetzung in eben die Sprachen, aus denen Flüchtlinge und Migranten in Griechenland im Moment stammen, wo es auch Ärger gibt mit dem Golden Dawn, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, das ist die rechte Bewegung in Griechenland. Wie heißt es? Morgenröte. Morgenröte, ja. Danke. Was wollte ich jetzt noch? Ach so, ja. Außer diesen, sind eben die Sprachen übereinander quasi wie eine Säule aufgereiht mit einem schwarzen Fuß und einem weißen Kapitell darüber und als Hintergrund rechts und links Regenbogenfarben. Und alle Regenbogenfarben, schwarz und weiß, haben natürlich auch symbolische Bedeutungen. Wunderbar. Ja, Hans, nochmal mein ganz, ganz herzlicher Dank, dass du zur Verfügung gestanden hast, heute Abend dieses wunderbare Gespräch zu führen. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht und genauso viel Erkenntnis gebracht wie mir hier oben. Herzlichen Dank und Ihnen auch. Danke. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.